Feng Shui Fan, stellt Meghan Markle Royal House auf den Kopf? Bald weht ein frischer Wind in der britischen Krone. Am 19. Mai werden Prinz Harry, 33, und Meghan Markle, 36, endlich heiraten. Die Royal-Fans feiern die ehemalige Schauspielerin schon jetzt für ihre charmanten Auftritte und ihren treffsicheren Modegeschmack. Nach dem romantischen Jawort könnte auch der Kensington Palace in neuem Glanz erstrahlen, die frisch Vermählten werden gemeinsam ins darauf angesiedelte Nottingham Cottage ziehen. Und zum Thema Inneneinrichtung hat die einstige Suits-Darstellerin ihre ganz eigenen Vorstellungen. Auf ihrem mittlerweile geschlossenen Blog The Tea outete sich vor einiger Zeit als großer Fan der chinesischen Harmonielehre Feng Shui. Demnach sei es ihr besonders wichtig, dass die Räume in ihrem eigenen Zuhause möglichst freigeräumt bleiben und sämtliche Möbel an den Rand geschoben werden. Auch im Schlafzimmer gibt es für die 36-Jährige eine ganz klare Regel: sämtliche elektronischen Geräte werden aus den heiligen vier Wänden verbannt. Was Queen Elizabeth, 91, wohl von diesen Einrichtungsideen hält. Unter Royal-Experten hält sich seit der Verlobung von und Harry das Gerücht, dass die 91-Jährige der Hollywood-Beauty mit skeptischer Zurückhaltung begegnet. Das könnte an ihrer besonderen Beziehung zu dem Rotschopf liegen, trotz seiner zahlreichen Eskapaden zählte er stets zu den Lieblingen der Königin.